Hat ja hier auch keinen Unterschied mehr. Zack. Weiß gar nicht, haben wir langsam, sind wir langsam imstande dazu ein, imstande dazu einzumarschieren? Boah, das ist ein Satz, der für die Zeit praktisch unmöglich ist. Wahrscheinlich noch nicht ganz. Nee, also wie viele Truppen haben wir derzeit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und davon sind noch nicht alle da. Schrägstrich auch noch nicht alle ganz voll geheilt. Deshalb. Zack, ihr braucht Befehle, dann geh erstmal auf die Spur. Ich würde jetzt eigentlich gerne langsam reingehen. Ach man, da muss ich da rum. Na, im Moment würdest du wahrscheinlich nur anklopfen. Er muss ja sowieso erstmal anklopfen. Beziehungsweise alles Militär reinstellen. Sehr angenehm, wie du in dein Mikrofon atmest. Hör auf zu atmen, Frank. Nein. Ja, genau. Erstmal Luft anhalten. Muss hier jeden Punkt gesehen haben. Kann ich eigentlich aufs Land? Ne, aufs Wasser? Nee. Doch, kann ich. Zack, verschanzen. Nächste Runde. Und praktisch sind wir ready. Okay. Wenn dieser Trupp hier unten ist, dann sind wir ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, dann möchte ich den noch hier einmal gern nach hier unten zaubern. Das ist ein Weg von... Na gut, na okay, da muss ich erstmal hochheilen aufs Maximum. Hallo, ich lasse den erstmal ziehen und dann kann er sich immer noch hochheilen. Ja, so richtig bereit sind wir da noch nicht. Na, ich weiß halt nicht. Ich denke halt, doch, ich denke schon. Ich denke, wir sind so bereit, wie es möglich ist. Weil die, die noch nicht hochgeheilt sind, die sind dann weg. Ja, aber nee, also, guck mal, hier jetzt, in dieser Runde, kriegen wir hier jetzt erstmal neu. Gut, 39 Verteidigung, aber los, die kriegen wir. Ja, sehr gut, überlass das Erkunden mir. Auf Wiedersehen, Brasilien scheint angepisst. Aber ich erkunde doch die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit mit Speeren unterwegs. Wenn wir hier die Karte mal, Es hat sich die Gelegenheit ergeben zu einem neuen und mächtigen... Ja, ja. Zack, warte. Ich will hier jetzt mal das... Ah nee, wie ging das? Wie kann ich denn diese Karte hier unten... Ja, das ist ja praktisch... Ach, egal. Scheiß drauf. Zack. Was nehmen wir? Drama und Dichtung, Militärausbildung oder Verteidigungstaktiken? Ja, die müssen wir wahrscheinlich erstmal nehmen. Verteidigungstaktiken? Gut. Und hier muss ich muss tatsächlich immer noch Dings machen. Okay, klassische Republik, Autokratie, Oligarchie oder... Ja, okay, die drei stehen zur Auswahl. Was nehmen wir? Uiuiui. Was eine gute, ausgewogene Sache reinbringt. 20%, 20... Oh, scheiße. Denk nach. Ist spät? Denk nach, Kilian. 20% Erfahrung für Kampfeinheiten, beziehungsweise plus 4 Kampfstärke, hätte Oligarchie. Nehmen wir das? Ist deine Entscheidung. Und das andere? Das andere wäre 15% Bonus für große Persönlichkeitspunkte. Das und braucht man im Moment nicht. Das andere wiederum 10% Bonus für Wunderproduktion. Nee, aufgrund dessen, dass wir da einmarschieren wollen. Nehmen wir Oligarchie, ja? Müssen wir die Oligarchie nehmen. Oh, manchmal ist es besser, wenn ich die Schnauze hätte. So, ja, wechseln wir. So. Das heißt, wir haben hier das.
Gut, militärisch gesehen, Doppelterfahrung für Aufklärungseinheiten. Wir nehmen das hier rein. Und bei Grün, der erste Gesandte, der... das ist natürlich auch stark, ja. Der erste Gesandte, der eintrifft, zählt als zwei Gesandte. Ich würde sagen, das nehmen wir, oder? Mhm. Zack, Politik geändert. Und let's go. Die Einheit kommt nach hier. Und ich würde sagen... Nächste Runde und in der nächsten Runde klappern wir da rein. Die haben 41 Verteidigung, wenn wir noch länger warten, dann haben wir keine Chance mehr. Mhm. Also. Zack. Und die Runde der Runden ist da. Was? Ich kann nicht einmarschieren. Was? Was hat er denn? Ich kann nicht einmarschieren. Ach so, weil bestimmt das andere noch läuft, weil das Abkommen noch läuft. Abkommen auch. Offene Grenzen. Wenn ich offene Grenzen habe, dann kann ich ja rein. Mein... Nee, warte. Hörst du es? Nee, du hörst es nicht, aber hier ist Matroschka-Musik. Geil. Also, was ihr Angebot wäre, offene Grenzen. Das heißt, ich krieg von denen offene Grenzen. Und dafür kriegen die... Hm. 20... 20... Ich tippe mir jetzt mal einen Ast ab. ...20 Münzen, damit wir uns wenigstens schon um die Stadt positionieren können. Mhm. Okay, doch ein bisschen mehr. 30. ...50. Alter, jetzt muss ich echt Richtung 100 gehen. 61, 70, 80, 80, okay. Vorschlag annehmen. Ja, Dank. Oh, super. Auf Wiedersehen. Zack, schau und rein geht's. Alter, das sieht ja mal geil aus. Einmal mit allen Truppen rein. Zack. Produktion wählen in der Stadt. Sperrkämpfer hier sind fertig. Alter, Frank. Gleich wird losgefitzt. Ich würde sagen, hier ist mal ein Kornspeicher oder eine Wassermühle. Erstmal ein Körnchenspeicher. Okay. Frank, es geht gleich los. Merkst du, es geht gleich los. Guck mal, wie wir jetzt stabil um die drumherum stehen. Siehst du das? Ist das scharf genug? Alter. Das wird so nice. Oder auch nicht. Ich denke, das wird nice, weil guck mal, die haben ja 42 Verteidigung. Aber mit den Truppen, die wir hier haben, denke ich, ist das schaffbar. Aber wie ich hier sehe, Russland geht hier noch weiter. Das heißt, da steht mindestens nur eine Stadt. Also haben wir sie noch nicht platt gemacht. Aber wenn wir die Hauptstadt haben, dann ist doch schon mal ein gutes Stück geschafft, oder? Mhm. Ich würde gern wissen, was nach hier noch kommt. Ich muss ja mal einen Speer hinschicken oder so.
Einheit benötigt Befehle. Die, okay. Kann ich jetzt angreifen? Ja, ich kann angreifen. Sehr schön. Okay. Die kriege ich nach hier noch. Okay. Die darf sich noch eine Runde heilen. Die darf sich verschanzen. 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 Geil. Ank, es geht gleich los. Amsterdam haben wir gefunden. Okay, und eine Delegation können wir schicken nach Brüssel. Wollten wir es ja machen. Ja. Frank. Ich sag mal, wenn wir Petersburg haben, dann heilen wir nochmal alle hoch und dann kriegen wir auch die letzte Stadt oder die letzten beiden Städte von Russland garantiert auch noch. Weil ich mir nicht sicher bin, wie viel Städte Russland noch hat. Ja, also, dass Russland auch so dumm ist, wir stehen um Russland drumherum und die sagen, ja, offene Grenzen, finde ich, ist eine gute Idee. Können wir machen. Auf jeden Fall. Wenn nicht das, was dann. Vor allen Dingen noch nicht mal wir haben offene Grenzen geboten. Ist so. Wir haben immer nur ein bisschen Geld geboten. So, sagen wir mal Händler hier unten. Zack. Aber ich lasse hier unten jetzt mal einen Speer langlaufen, um zu gucken, wie viele Städte da noch sind. Kriegen ja tatsächlich noch Wind von hinten, aber tatsächlich im negativen Sinne. Da kommen noch Barbaren von hinten. Mhm. Okay, damit müssen wir. Rückenwind von vorn wäre auch nicht so sinnvoll. Na gut, damit müssen wir jetzt mal leben. Ich hoffe einfach, dass die kommen immer angestiefelt. Ich hoffe einfach, dass sie nicht angreifen. So, und in der jetzigen Runde geht es los, Frank. Ich hoffe, dass die Barbaren jetzt nicht kämpfen wollen. Mal gucken. Mal gucken. Greifen die Barbaren an? Die kommen auf jeden Fall in die Richtung. Was angreifen, das kann ich erst in der nächsten Runde sagen. So, zack. Einmal nach hier. Eine Produktion für oben wählen und da würde ich sagen, erstmal ein Monument soll da gebaut werden. Und noch einmal nach Amsterdam, Brüssel. Ich sag nochmal nach Brüssel. Gut, dann gehen wir hiermit auch nochmal in die Richtung. Den Speeren in die Richtung. Mit den Speer tanzen wir auch noch einmal rum. Und jetzt haben wir nächste Runde. Ich habe mein Leben viel gesehen, aber noch nicht sowas, denunziert euch, was heißt das? Wir sollten uns selbst anzeigen. Aha. Interessiert mich jetzt im Generellen nicht so viel. Wir sollen uns selbst ankacken, also selbst. Also, dass wir Arschlöcher sind, sagt er uns. Anschmieren. So. Zack, mit denen. In die Richtung. So, und jetzt geht's los, Frank. Mal sehen. Hoffnungslos und so. Es ist nicht hoffnungslos, verstehst doch. Hast du unsere Truppen gesehen, die vor deiner Haustür stehen, die du da hinlaufen lassen hast, denen du offene Grenzen geboten hast? Du sagst offene Grenzen und sagst, es ist hoffnungslos. Du bist dumm. So. Okay. Oh, wer ist das denn? Okay. Irgendwas hat die gesagt. Ist mir gerade egal. Was? Nein. Och nö, oder? Wenn man die Grenze schließt, dürfen alle rausgehen. Yay! Was ist denn das für eine Logik? Puh.
der ganze Weg nochmal von vorne, kein Problem, machen wir. Ja, der hat uns Hausverbot erteilt. Aha, hier hinten die Stadt noch. Gut, die ist noch auf Level 1 und ist auch generell jetzt nicht so OP. Und mehr kommt da nicht, danach ist zu Ende. Eine Stadt noch und die ist Level 1 und hat nur 25 Kampfding. Denunziert euch, aha. Auf Wiedersehen, interessiert mich überhaupt nicht, was ihr macht. Frankreich, mir gefällt das gar nicht, denunziert euch. Warum denunzieren mich gerade alle? Weil wir uns gerade, glaube ich, ein bisschen zur Weltmacht entwickeln. Könnte das ein Grund sein? Oder ist das nur Spekulation von mir? Die haben alle Schiss in die Büchs. In die Büchs. Schön. So. Jetzt greifen hier die Barbaren noch an. Ja, die müssen natürlich überall zwischenfunken. Boah, hallo? So. Zack, und... Diese blöden Barbaren. Sagen wir mal so, zack, dann sind die auch weg. So, Washington, da können wir was Neues bauen. Und zwar, sagen wir mal, eine Wassermühle diesmal. Das nächste ist ja Monument in der Hauptstadt. So, die dürfen sich ja auch noch bewegen, das ist ja erstaunlich. Einheit benötigt Befehle. Nee, die sollen sich tatsächlich mal ein bisschen den Arsch wärmen. Verschanzen. Verschanzen. Gut, jetzt brauchen wir den Speer da unten eigentlich gar nicht mehr, aber okay, wir lassen ihn mal laufen. Vielleicht bringt er uns noch was, in denen die Barbaren den Speer angreifen und nicht uns. Ja. Das ist natürlich ideal. Ah, dazu müssen die natürlich erstmal dahin laufen. Jojo. So, nächste Runde. Mal hier unten gucken, ob die Barbaren angreifen. Alter, die Barbaren, die nerven mal wieder so hart. Aber so kennen wir sie ja. So. Und egal was hier passiert, wir haben jetzt immer noch eine Truppe in der Hinterhand. Ja, das ist halt das Geile. Nee, wir haben aber immer noch eine Truppe in der Hinterhand, weißt du? Das ist halt das Geile. Erstmal die Barbaren. Ja. Das ist das Einzige, was mir gerade ein bisschen Angst macht, die Barbaren. Und die scheinen sehr gut aufgestellt zu sein. Naja, sind halt Barbaren, ja. Die sind ja generell ein bisschen an Intelligenz mangelnd, aber. Ein paar Schanzen einmal. Schanzen. Und Richtung unten bewegen. Eine Einheit benötigt Befehle, die hier oben. Zack, in der Wüste sind wir jetzt. Einheit benötigt Befehle. Zack, einmal hier alles planieren. Ist gut zu sehen. Immer wenn, es sind ja drei Sachen, können Handwerker, glaube ich, noch machen, ja. Immer wenn eins gemacht wurde, dann haut ein Handwerker ab. Das heißt, jetzt steht ja noch ein Handwerker, das heißt, wir können noch eine Aktion machen. Das ist natürlich sehr schön.